Hallo, liebe 7a, das ist die Mathestunde vom Montag, dem 9. November 2020. Unser heutiges Thema ist der Neigungswinkel einer Tangente. Das, was ich euch heute erkläre, findet ihr auf der Seite 26 im 7. Klassebuch. Ja. So, jetzt ist es ein bisschen schärfer geworden. Als erstes erkläre ich euch mal allgemein, was ein Neigungswinkel ist, zur Erinnerung. Und zwar habe ich hier schon vorgezeichnet ein Koordinatensystem. Man sieht die x- und die y-Koordinate und das ist die Steigung. Ja? Und jetzt möchte ich das Steigungsdreieck einzeichnen. Das war immer, ich gehe 1 nach rechts und k hinauf. Gehst du bitte rauf? Ich drehe ein Video. Danke. Ich könnte aber auch ganz allgemein eine beliebige Länge a nach rechts gehen, also so ein Stückchen bis daher, und eine beliebige Länge b nach oben. Ja? Die Steigung k ist also entweder k durch 1 oder dasselbe Verhältnis b dividiert durch a. Und wenn ich mir jetzt diesen Winkel anschaue, weil es geht jetzt darum, dass ich diesen Winkel herausfinde, Alpha, ja? Dann sieht man ja, dass das ein rechtwinkeliges Dreieck ist. Wir sind jetzt in der Trigonometrie. Und das da ist von dem Winkel Alpha, diese Seite B ist die Gegenkathete und diese Seite A ist die Ankathete. Also war das quasi Gegenkathete durch Ankathete. Und das sollte dann jeder wissen noch, Erinnerung an damals, ich glaube es war 5. Klasse, das ist also Tangens Alpha. Das heißt, es hängen zusammen die Steigung einer Geraden, hängt immer zusammen mit dem Tangens. Ja? Also, ihr könnt euch das anschauen auf der Seite 26 oben, da ist das Ganze auch nochmal erklärt, auch für dann, wenn es fällt, also wenn die Steigung fallend ist. Und ihr schreibt dann diesen Satz als erstes bitte in euer Schulübungsheft mit dem heutigen Datum, 9.11. und die so und so vielte Schulübung, weiß ich jetzt nicht. Ja? Also der Satz lautet, ist k die Steigung und Alpha das Maß des Neigungswinkels der Tangente an den Graphen einer Funktion f an der Stelle x, so gilt f' von x ist gleich k ist gleich Tangens Alpha. Und ich mache jetzt mit euch gemeinsam dieses Beispiel 220 und erkläre euch das der Reihe nach durch. Ihr macht's mit, schreibt das so auf, wie ich es aufschreibe, könnt das Video jederzeit auf Pause drücken. Ja? Okay, also wir schreiben auf Neigungswinkel einer Tangente ist eh die Überschrift, dann habt ihr den Satz aufgeschrieben von der Seite 26 und jetzt gehen wir zum Beispiel 220. Da ist gegeben, die Funktion f von x ist gleich x zum Quadrat. Als erstes ist gesucht, die Steigungen von f an den Stellen minus 2 und 1. Okay, Steigung an einer Stelle ist immer an einer Stelle ist der Differentialquotient, also f' von minus 2 und f' von 1 ist gesucht. So, jetzt können wir noch nicht ausrechnen, ganz locker flockig, wie die erste Ableitung oder der Differentialquotient geht. Das können wir aber nächste Woche da. Und noch müssen wir das machen mit der Limes-Formel. Also die erste Ableitung an der Stelle x ist gleich der Limes vom Differenzenquotienten allgemein von dafür, dass z nach x strebt. Dann schreibt man das so auf, f von z minus f von x durch z minus x. Okay, dann kommt das dabei raus, weil f von z ist ja, weil das die Funktion ist, z zum Quadrat minus x zum Quadrat durch z minus x. Dann muss jeder erkennen, dass das die dritte binomische Formel ist. Die kann ich dann aufgliedern, durchkürzen und auf gut Deutsch kommt dann raus, x plus x steht ja dann da, wenn das z nach x strebt. Das habe ich da ausgelassen bei mir. Schaut, das schreibe ich noch dazu. X plus x ist quasi der Zwischenschritt, weil jetzt habe ich den Limes schon gebildet. Und x plus x ist bekanntlich 2x. Okay? Gut, jetzt kann ich ausrechnen, die erste Ableitung, also der Differentialquotient an der Stelle minus 2 ist minus 4. Und f' von 1 ist 2. Ja? Gut, als zweites soll man den Graphen zeichnen. Da zeichne ich jetzt einmal noch, weil es so lustig ist, ins Heft den Graphen im Intervall von minus 3 bis plus 3, reicht völlig. Ja, macht eine Wertetabelle.
Minus 3 zum Quadrat ist 9, minus 2 zum Quadrat ist 4 und so weiter und so fort. Ja, und dann sieht man, dass da diese wunderschöne quadratische Funktion rauskommt. Ja, okay, und dann soll man die Tangenten in den Punkten P minus 2 und Funktionswert an der Stelle minus 2 einzeichnen und Q. Habe ich auch nicht dazu geschrieben, fällt mir gerade auf. Das macht sie aber bitte mit Bleistift nicht so wie ich jetzt, aber beim Video ist es jetzt ein bisschen schwierig, da Stifte ändern. Ja? Ihr zeichnet also hier jetzt diese Tangenten ein, in diesem Punkt P, in diesem Punkt Q. Ja? Okay. Die Steigung soll sein einmal minus 4, haben wir ja ausgerechnet, und einmal 2, also 1 rüber, 4 runter und von hier weggehend 1 rüber, 2 rauf. Dann ist es genau die richtige Steigung. Okay, und jetzt berechnen wir uns den Steigungswinkel. Ja? Genau das, was ich euch am Anfang erklärt habe. Es gilt ja der Zusammenhang f' von x ist gleich k ist gleich Tangens Alpha, haben wir aufgeschrieben, Satz von Seite 26. Und jetzt weiß ich, die Steigung im Punkt minus 2, f von minus 2 ist minus 4. Also die Steigung, das k minus 4, ist genau dem Tangens von diesem Alpha 1. Der Steigungswinkel ist immer der, den ich messe von der positiven x-Achse rauf. Also hier muss ein stumpfer Winkel rauskommen, ja? Ich klappe das immer so rauf, ja? Okay. Wie gebe ich das jetzt ein, ja? Jetzt ist nicht der Tangens gegeben, der Winkel ist gegeben, also nicht der Winkel ist gegeben, sondern der Tangens von dem Winkel. Und das gebe ich folgendermaßen ein. Ich tippe Second Tangens von minus 1. Quasi ich tue den Tangens, von minus 4, Entschuldigung. Ich tue den Tangens quasi in die umgekehrte Richtung rechnen, ja? Second Tangens minus 4. Drück auf ist gleich und es kommt raus. Minus 75,96 Grad. Okay, jetzt zähle ich dazu 180 Grad. Und surprise, surprise, es kommt raus circa 104 Grad. Genau dasselbe mache ich mit der Steigung k ist gleich 2 auch. Das ist natürlich der Tangens vom zweiten Winkel, den ich suche. Der ist hier. Und das ist ein spitzer Winkel. Das sieht auch jeder. Es wird ja wieder so raufgeklappt, ja? Komme ich nur bis daher, ne? Okay, also, ich gebe ein in meinen Rechner, Second Tangens von 2 ist gleich, und dann kommt auch schon raus 63,43 Grad. Ja, ich habe es halt da jetzt auf eine Nachkommastelle gerundet. Gut, und dann zeichne ich auf jeden Fall diese zwei Winkel ein. Den Alpha 1, das ist ein stumpfer Winkel, und den Alpha 2, das ist ein spitzer Winkel. Die zeichnet ihr bei der Zeichnung so ein, wie ich sie eingezeichnet habe. Ja? Und das war's auch schon. Ja? Soweit die Theorie. Jetzt habt ihr noch den Job, dass ihr allein probiert, die Nummer 221, 1 und 2. Ja? 221, 1 und 2. Und ich schicke euch im Laufe des Vormittags morgen die Lösungen davon. Ja? Am Dienstag machen wir wieder eine Teams-Stunde. Wann haben wir da? Wartet, lass mich schauen. In der dritten Stunde, aber morgen dürft ihr ausschlafen. Ne? Also am 9.11. dürft ihr ausschlafen. Okay? Infos kommen eh über die WhatsApp-Gruppe. Gut, tschüss, baba.